In diesem Video zeigen wir dir, wie du die Aufgabe mit der halbhohen Flanke schaffen kannst. Viel Spaß mit dem Video! In der Steuerung von FIFA 21 gibt es keine halbhohe Flanke. Es gibt zwar viele verschiedene Arten von Flanken, aber eben keine halbhohe Flanke. Deshalb mussten wir verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. An dieser Stelle auch nochmal ein Danke an alle, die uns dabei geholfen haben, vor allem an unseren Mod Robin. Der Trick bei der Aufgabe ist, dass die halbhohe Flanke eigentlich eine flache Flanke ist. Diese führst du aus, indem du zweimal hintereinander die Viereck-Taste drückst. Auf der Xbox führst du das Ganze mit Doppel-X aus. So spielt dein Spieler eher eine Art Querpass. Die flache Flanke kannst du zum einen gut statt einem Querpass vor dem leeren Tor machen. Aber sie eignet sich auch gut als Pass in den Rückraum, wie du im Video siehst. Denk dran, dass du bei der Aufgabe auch die anderen Kriterien erfüllen musst. Wir hoffen, das Video hat dir geholfen und du kannst die Aufgabe jetzt endlich schaffen. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.